Hi Leute, ich bin's wieder, Creepkill, und heute starte ich gemeinsam mit Corman und Spechtel ein neues Let's Play. Falls euch ihr jetzt fragt, warum die beide den Specht-Skin haben, für Corman muss ich noch einen neuen Skin erstellen, und bis der erstellt ist, das wird vielleicht noch eine halbe Woche dauern, dann hat auch er seinen eigenen Skin. Und wir starten jetzt hier in einer neuen Welt und machen ein Minecraft-Let's Play mit dem Ziel, in das End zu kommen und den Enderdrachen zu besiegen, Änderungen vorbehalten, falls wir es nicht schaffen und so weiter. Okay, wir sind jetzt hier in schon einem wunderbaren Dorf und ich würde sagen, wir machen als Aufteilung Spechtel, kümmere dich um die Felder. Okay. Corman, du kannst mal die Häuser durchsuchen und ich kümmere mich mal um ein paar Startressourcen, damit wir auch mal schon anfangen können zu meinen. Aber natürlich. Ich fange an. So, erzählt mal ihr beiden, wie seid ihr denn überhaupt zu Minecraft gekommen? Ein Freund hat es mir runtergeladen. Ich bin auch durch einen guten Kumpel auf die Minecraft, auf Minecraft gekommen. Wir haben drei Diamanten. Was? Dann einmal Eisenbahnschutz, ja. Eisenhelm, zwei Goldbahnen, ein Apfel, zwei Eisenbahnen, zwei Brot. Das ist viel. Jetzt ernsthaft? Ja, das ist ernsthaft. Wo hast du das gefunden? Wo hast du es gefunden? In der Schmiede. Ah, okay. Und seit welcher Version spielt ihr denn eigentlich schon Minecraft? 1.3. irgendwas. Ah, ich ja. Auch. Ich spiele so seit der 1.3.1. Ja. Da habe ich erst auf dem Server mit ein paar Kumpels angefangen, unter anderem auch mit Corman. Und da wollten wir uns auch so eine Existenz aufbauen, da es aber ein Multiplayer-Server war, wo mehrere hundert Leute drauf waren und wir dann in der Wildnis nichts bauen durften, ja, war das so ein Problem. Vor allem dann sind auch Leute angekommen und haben uns praktisch gefunden und dann unser Zeug kaputt gemacht und ihr kennt das bestimmt alle. Und deswegen haben wir jetzt unseren eigenen Server aufgemacht, nachdem wir noch auf einem anderen Server waren. Und der hat aber nicht abgedatet und da wurde es mit der Zeit dann auch langweilig. War zwar eigentlich recht schön. Das war nämlich der Timo Surfbier Server. Kann ich ja mal unten verlinken. Und das Problem bei diesem Server war eben, er war auf 1.3.2 und hat nicht abgedatet. Und deswegen haben wir gedacht, machen wir doch unseren eigenen Server, wo wir zu dritt spielen können. Und jetzt ist eben auch Spechtel mit dabei. Ja. Also das Dorf besteht aus einer Kirche, drei Rathäusern, einer Schmiede und mehreren Wachhäusern und Wachtürmen und noch aus normalen Häusern. Okay. Sonst nichts Interessantes. Das ist gut. Wir könnten... Ziemlich viel. Boah, habt ihr das Haus gesehen, das da so ewig in den Himmel hochragt? Alter. Das könnten wir bestimmt gut als Haupthaus benutzen. Wir könnten es doch so machen, dass jeder praktisch erstmal so ein kleines Häuschen praktisch als Starthaus nimmt, wo er sich dann halt so sein Bett reinlegt und so weiter. Wäre doch eine Idee. Können wir machen, ja. Okay, dann suche ich mir mal gleich eins aus, weil ich habe jetzt schon mal 20 Holz abgeschlagen. Dann nehme ich mal gleich... Ich habe schon 43 Weizen. Wow. Okay, hier geht's rein. Da ist ein großes Haus, das könnten wir... Das große Haus etwas weiter links im Dorf könnten wir dann vielleicht später mal als Truhenraum nehmen. Können wir machen. Und ich glaube, die Sounds sind etwas zu laut. Okay, jetzt habe ich die Sounds etwas runtergedreht. So. Dann nehme ich das Dorf hier... Nee. Das Dorf... Hier fehlt eine Tür in dem einen Haus. Hm, krass. Das nehme ich gleich, das Haus, wo die Tür fehlt. Ah, was mache ich jetzt dann da schon wieder? Ich habe jetzt versucht, weil normalerweise craftet man ja eine Workbench, also eine Werkbank, indem man vier Holzbretter legt im Quadrat, gell? Ja. Und ich habe das Ganze versucht, mit Holzstämmen zu machen. Schlimm. Was sollen wir denn aus unseren drei Diamanten herstellen? Drei Diamanten? Ich würde sagen, wir warten erstmal ab und schauen, vielleicht machen wir mal eine Diamantspitzhacke daraus, um Obsidian abzubauen und so. Oder
Also ich wäre für eine Diamanthacke. Damit könnte man nämlich gleich sehr schnell sehr viel Holz abbauen. Ja, aber die Frage ist, wie dringend brauchen wir Holz? Weil das könnten wir mit einer Eisenaxt auch ziemlich schnell abbauen. Und mit einer Diamanthacke könnten wir auch... Jetzt hat er schon die Eisenrüstung angezogen. Hier wird brüderlich geteilt, Bruder. Naja, auf jeden Fall... Von mir aus hier 2 Eisenbahnen. Danke. Und ich? 2 Goldbahnen. Juhu. Wir könnten es ja so machen, dass wir... Also ich wäre dafür, dass wir eine Diamanthacke draus machen, weil damit können wir dann Obsidian abbauen und finden dann bestimmt auch schnell neue Diamanten. Spechtel, was meinst denn du dazu? Ich bin unparteiisch. Immer ist der unparteiisch. Du musst ja irgendwie parteiisch sein. Gut. Also was war nochmal? Spitzhacke entweder oder für Hacke oder für Spitzhacke? Also Axt oder Spitzhacke? Nehmen wir... Nimm am besten die Axt. Nein, nimm am besten die Spitzhacke, dann können wir Obsidian abbauen. Obsidian brauchen wir bis jetzt noch nicht. Eben. Okay. Axt. Ich bin für Axt. Wir können auch warten und noch Rüstungen draus herstellen. Aber wir können auch... Spechtel kriege ich mal ein bisschen Zeug zum Essen. Egal ob Karotten, Kartoffeln oder Getreide. Ich habe nämlich starken Kohldampf. Ich bräuchte 2 Stecken, falls die mal jemand hat. Hier. Liegen beim Brunnen. Jetzt hat sie der Spechtel aufgesammelt. Warte, ich gebe sie dir. Danke. Vielen Dank. Bitte. Ich habe jetzt... 64 Weizen und 9 Weizen noch. Wunderbar. Und was hast du an sonstigen Getreidesorten? Ah ja, genau. Kartoffeln habe ich 11 Stück und Karotten 21. Wunderbar. Haben wir schon mal gleich die wichtigsten Essenssachen zum Start. Okay, 6 Brote. Lecker. Kripkel, wo hast du denn deine Werkbank hingebaut? Die habe ich in mein Haus hingestellt. Wo ist dein Haus? Das ist da gleich neben diesem riesen Bonsenhaus. Hier. Gleich das hier. Da, wo die Gut. Tür fehlt. Da werde ich jetzt mal gleich eine Tür craften. Ich werde jetzt mal ein bisschen Holz schlagen. Okay. Und ich gehe mal gleich auf... Ich habe genau 2 Eisenbahnen, das ist perfekt. Dann mache ich dann mal gleich eine Schere draus. Und mit dieser Schere werde ich jetzt dann mal auf Schafjagd gehen, damit wir dann auch mal möglichst bald Betten haben. Gute Idee. So. Habt ihr euch schon ein Häuschen ausgesucht? Nö, ich bin noch nicht. Ich bin noch beim Ernten. Okay. Wächst immer wieder. Ja, der Spechtel ist mal wieder unser Ernteprofi. Falls ihr das Fails in Landwirtschaftssimulator gesehen habt, da war ja auch ein gewisser Specht. Und das ist genau er. Das heißt, er kennt sich mit Ernten aus und das ist unser Mann für die Ente. Oh, seit neuestem, ich weiß bloß nicht, ob ich es bisher nur nicht gemerkt habe oder ob das wirklich neu ist, wird beim Ernten von Wolle so ein Scherngeräusch erzeugt. Gibt es das schon länger oder ist das jetzt neu? Weil ich habe das bisher noch nie gehört. Glaub mal, das wurde bei der 1.5 eingeführt. Das kann sein. Also ich habe jetzt schon mal 6 Wolle, das heißt 3 brauche ich noch, damit wir alle 3 Betten haben und mal unseren Spawnpoint sichern können. So. Ja. Da kann ich jetzt entweder warten, bis die Wolle nachgewachsen ist. Oh Mist, es leckt gerade ein bisschen. Aber das wird sich bestimmt beheben, wenn ich erst ein bisschen abwarte, bis sich dann die Welt generiert hat. Also entweder warte ich jetzt, bis die Wolle bei den 3 Schafen, wo ich geschert habe, nachwächst, oder ich suche einfach mal noch neue Schafe. Geh nicht zu weit weg, sonst findest du immer zurück. Nee, ich bleib hier in der Umgebung. Okay. Ey, das sind so viele Dorfbewohner, ich schau mal so durch, was die so anders handeln. 12 Smaragde gegen 1 Diamantschwert. Naja, ob das ein guter Deal ist? 1 Smaragd gegen 3 Brot, also den werde ich nicht handeln. 7 Smaragde gegen 1 Enderauge, das hört sich interessanter an. Da, die handeln mit Fische. 12 Fische gegen 1 Smaragd und einer 9 Fische gegen 1 Smaragd. Einer handelt auch 17 Wolle gegen einen Smaragd. Genau den habe ich gerade gesehen. So, da handelt einer 1 Smaragd gegen 6 Melonen, das ist ganz gut. 18 Weizen gegen... Spechtel, wenn du dann mit der Ernte fertig bist, hier ist einer, genau der. Hier. Soll ich das machen? 18 Weizen gegen 1 Smaragd? Genau, mach das mal, damit wir ein paar Smaragde kriegen und dann können wir nämlich weiterhandeln.
Oh, okay. Es wird dunkel. So, ich habe jetzt 42 Weizen. Wie oft soll ich das da machen? Also so oft wie es geht, weil das Weizen, das wächst schon nach.